Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Philips 75PML 95012 Fernseher sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells abrufen, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle erforderlichen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 75 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und einer Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 120 Hertz. Vierseitiges Ambilight. Mit Philips Ambilight wird das brillante Fernseherlebnis eines Philips-Fernsehers noch besser. LED-Lichter am Rand des Fernsehers leuchten und wechseln die Farbe in perfekter Synchronisierung mit den Farben auf dem Bildschirm oder ihrer Musik. Ambilight ist so warm und beeindruckend, dass Sie keinen Fernseher mehr ohne möchten. P5 Picture Engine mit KI. Der Philips P5 Prozessor mit KI ermöglicht ein Bild, das so echt wirkt, als wären Sie mitten im Geschehen. Ein Deep Learning KI-Algorithmus verarbeitet Bilder ähnlich wie das menschliche Gehirn. Unabhängig davon, was Sie sich ansehen, erhalten Sie lebensechte Details und Kontraste, satte Farben und fließende Bewegungen. Mini-LED-TV. Ihr Philips Mini-LED-TV unterstützt alle gängigen HDR-Formate und bietet Ihnen ein beeindruckendes Bild wie im Kino mit tiefen Schwarztönen und lebensechten Farben. Hunderte intelligent beleuchtete Zonen werden unabhängig voneinander gedimmt oder aufgehellt, um gestochen scharfe Kontraste und echte Tiefen zu ermöglichen. IMAX Enhanced zertifiziert. Willkommen in Hollywood. Mit Ihrem Philips Mini-LED-TV können Sie die volle Wirkung von Filmen erleben, die ursprünglich für IMAX-Kinos entwickelt wurde. Erleben Sie noch beeindruckendere Größenverhältnisse. Sehen Sie mehr in jeder Szene und mit Ambilight erleben Sie einen unvergesslichen Filmabend. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 38,2 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 167,1 cm in der Breite, 95,57 cm in der Höhe und 7,96 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 600x300 VESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von E. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 102 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Premium Design. Der ultraflache Aluminiumrahmen und der Standfuß aus gebürstetem Metall lassen diesen Fernseher echt stylisch aussehen. Die Fernbedienung besteht aus weichem Moorhead-Leder aus nachhaltiger Herkunft und leuchtet auf, wenn Sie sie in die Hand nehmen. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: zweimal USB 2.0, einmal USB 3.0, einmal Ethernet RJ45, zweimal HDMI 2.0, zweimal HDMI 2.1, einmal Satellite In, Main, F-Type Female, einmal Optical Audio Out, einmal 3,5 mm Audio Out, einmal Antenna RF Female, einmal CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct und Bluetooth 5.0. Der Fernseher verfügt über 5 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 70 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über EARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Vision und Dolby Atmos. Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sehen Filme, Serien und Games unglaublich aus. Erleben Sie das Bild wie vom Regisseur vorgesehen. Keine enttäuschenden Szenen, die zu dunkel sind, um etwas zu erkennen. Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Erleben Sie Soundeffekte hautnah. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android 11 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Android TV. Ihr Philips Android TV liefert Ihre gewünschten Inhalte, wann Sie es möchten. Sie können den Startbildschirm mit Ihren Lieblings-Apps so anpassen, dass Sie ganz einfach mit dem Streamen von Filmen und Serien, die Sie lieben, beginnen können. Oder machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Damit ist unser Test des Philips 75PML 95012 Fernsehers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Dann schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!